Hey, ihr lieben Atheisten, machen wir noch eine Botschaft für euch. Ja, ich weiss auch, wir Christen, wir sind manchmal nicht so zimperlich. Und wir können manchmal auch heftig ausrufen. Das ist auf jeden Fall so, das ist natürlich so. Aber wenn man eine Leidenschaft hat, wenn man eine Begeisterung hat, wenn man ein Feuer im Herzen hat, dann kommt manchmal das Feuer halt auch raus. Ich weiß nicht, was ich euch einfach mitgeben will. Es wird ja so viel behauptet. Und da gibt es Dogmen, oder? Und wir wissen ja alle, was ein Dogma ist. Ein Dogma ist einfach irgendeine These. Also in der Wissenschaft nennt man das eine These. Und ich bin ja Wissenschaftler, ich habe Physik studiert früher, heute bin ich Missionar. Und bei einer These ist es ja so, die stellt man mal als Wissenschaftler, macht man eine These, man macht irgendeine Berechnung vor, man macht alles Sinn und alles. Und dann stellt man das einmal so in den Raum zum können, eben das, der sogenannte Beweis, wo dann so viele Atheisten dann schreien, ja, man kann es nicht beweisen, es gibt ja keinen Beweis. Und eben, also sozusagen, man stellt dann einfach das Dogma in den Raum, dass Gott nicht existiert, auch das ist ein Dogma, oder? Genauso wie wenn man einfach in den Raum stellt, Gott existiert. Das ist, wenn man die Behauptung einfach in den Raum stellt, ist es einfach ein Dogma oder eine These. Beide Behauptungen sind nichts anderes als ein Dogma und eine These. Und dann rufen die Leute aus, man kann es nicht beweisen und haben null Ahnung, was ist überhaupt der Beweis. Und es ist eigentlich ganz bubi einfach. Also in der Wissenschaft, was ist in der Wissenschaft der Beweis? Es ist sowas von bubi einfach. Eine These in der Wissenschaft ist kein Beweis. Ja, wenn du behauptest, Gott gibt es nicht, weder das ist ein Beweis, noch der andere, der behauptet, Gott gibt es, ist auch kein Beweis. Sondern in der Wissenschaft, Thesen sind nie Beweis, sondern der Beweis ist, wenn du ein Experiment machst. Und du machst ein Experiment und das Experiment kommt regelmäßig so und so raus und das ist dann so in Anführungszeichen ein Beweis. Aber auch die Worte ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann, je nachdem macht vielleicht 100 Jahre später jemand wieder ein anderes Experiment. Also es gibt wieder eine neue These, wo irgendwie ein gewisser Teil von dem, was man vorher kennt, wieder über den Haufen wirft. Oder? Und so ist es in der Wissenschaft. Und die Leute haben das Gefühl, Spiritualität sei etwas Irrationales oder etwas, man sagt, es ist unwissenschaftlich, aber das ist eine blöde Behauptung. Das ist eine absolut billige, blöde Behauptung. Ja, meint ihr, jemand, der, also jetzt in meinem Fall, ich war 26 Jahre lang Atheist, so wie ihr alle auch, meint ihr, ich habe einfach das Buch in die Hand genommen, wo die Bibel heisst, oh, Jupidu, Schubidu, das glaube ich jetzt. Also ich glaube, niemand ist so blöd. Sondern für eine echte Spiritualität braucht es eine echte Gotteserfahrung, alles andere ist nichts. Oder erst wenn man eine echte Gotteserfahrung hat, kann man sich oft, ich meine, ich bin mit euch einverstanden, Atheisten. Ich sage, dir sage, die Bibel ist ein haarsträubendes Buch. Ich habe das am Anfang, als ich Atheist war, auch so gesehen. Aber ich sage heute nicht, es ist ein haarsträubendes Buch, aber es ist ein übernatürliches Buch. Und wenn du null Erfahrung, null Glaubensgebilde und null Erfahrung hast im übernatürlichen Bereich, ja, dann kannst du mit dem Buch unmöglich etwas anfangen. Das ist unmöglich. Das ist so wie ein Kindergärtner, der ein Buch über Quantenmechanik lesen. Das ist etwas Gleiches. Zum können wirklich etwas glauben, gehört Erfahrung dazu. Das ist ja immer im Leben so. Im Kindergarten hast du auch noch an Osterhasen geglaubt. Und dann ist irgendwann im Verlauf deines Lebens die Erfahrung gekommen, du, meine Eltern haben mich angeschaut. Der Seppli sagt, der Osterhasen gibt es gar nicht und hast ihn nie gesehen. Und irgendwann hast du dann gesagt, also der Osterhasen gibt es nicht, weil du die Erfahrung gemacht hast. Und wenn du nie eine Gotteserfahrung machst, ist ganz logo und ganz natürlich, dass du aufgrund von deinem Erfahrungsschatz zu dem Schluss kommst, dass die Bibel ein Märchen ist und dass es Gott nicht gibt. Das ist doch sowas von logo. Aber auf die andere Seite, wenn du andere Erfahrungen machst, da gehören Erfahrungen dazu, nicht Dogmen. Dogmen, das interessiert doch niemand, ein Dogma. Das interessiert kein Schwein. Da gehört Erfahrung dazu, da gehören übernatürliche Erlebnisse dazu, da gehören Gebetserhörungen dazu, da gehören Wunder dazu. Wenn du so Sachen erlebt hast, wenn du die Liebe mal so richtig, der Kübel von dieser Liebe an den Ring geflogen ist und es ist gar niemand da im Raum und du spürst so eine Liebe,
Also wenn du das einmal spürst, kann man noch darüber diskutieren, aber wenn du das am Laufmeter so Zeug erlebst, irgendwann musst du mal sagen, hey, ich bin der dümmste Hagel, wenn ich jetzt nicht mehr das glaube. Und natürlich, es gibt auch andere, es gibt auch Leute, die Psychosen haben und, die Spinne in ihrer Reihe haben, aber es gibt auch seriöse Leute. Oder? Und die Frage ist eigentlich nicht die, ob es Gott gibt oder nicht, das sind sowohl das eine als auch das andere, ist einfach nur ein Dogma, sondern die Frage ist die, warum machst du die entsprechenden Erfahrungen nicht und andere machen die Erfahrung? Und die Antwort ist ganz einfach, weil du nie ein Experiment machst. Wenn du einen Beweis willst, und das ist immer das, was die Atheisten darauf herumreiten, Beweis, man kann es nicht beweisen, ich glaube nur das, was ich sehe. Ja, ein Physiker, der einem Physiker eine These vorlegt und der sagt, ich glaube nur das, was ich sehe, dann sagt der andere Physiker, du bist ein dummer Hagel, jetzt mach doch mal endlich ein Experiment und dann siehst du es. So einfach, aber man hat zwar ein Hirn nie bekommen, man muss es halt auch noch einschalten, oder? Und gerade wenn es um Religion geht, sind die Leute so verbissen. Also der Atheismus ist eine Religion, aber nicht weil es spirituell ist, sondern weil es so verbissen ist, wie eben umgekehrt Religionen auch, weil es eben einen evangelistischen Ansatz hat und weil es evangelistische Züge hat und auch dogmatische Züge, hat der Atheismus genau gleich. Und aus dem Grund sagen wir Christen, der Atheismus ist eine Religion. Natürlich nicht, weil es ist natürlich nicht spirituell, aber von der Charakteristik her ist der Atheismus nichts anderes als eine Religion. So verbissen, wie die Atheisten ihre Position verteidigen und da Emotionen drin sind und Hass und was weiß ich alles. Oder um Frust und Bitterkeit gegen Erfahrungen von früher, wo man sich von Gott oder von der Religion verarscht gefühlt hat. Also von der Religion, das kann man ja noch sein, da bin ich einverstanden. Religion ist nicht etwas, was von Gott kommt, das ist so. Also Gott ist keine Religion, Gott ist eine Person. Aber ich meine, für was diskutieren wir stundenlang im Facebook und auf YouTube und sagen, man kann es nicht beweisen, ja, dann sitz doch mal bei dir ins Kämmerli und mach endlich mal das Experiment. Und dann behaupten wir 40, 60 Jahre lang, Gott gäbe es nicht, und man ist zu faul und zu bequem und zu fähig, ein einziges Mal im Leben ein Experiment zu machen mit dem Gott. Und mal herauszufinden, ob es den gibt. Dann macht man einfach mal ein Experiment und dann weiss man es nachher. Wenn es den nicht gibt, dann sagt das Experiment, den gibt es nicht. Und wenn es den gibt und man ein Experiment macht, dann sagt das Experiment, doch, den gibt es. Also anstatt einfach jahrzehntelang im YouTube diskutieren, wenn man ehrlich ist mit sich selber, macht man selber das Experiment und vertraut nicht im Dawkins oder im Fritzli oder im Pfarrer so und so. Das interessiert doch keinen. Du, das, was wahr ist, das musst du für dich selber herausfinden. Aber die Wahrheit ist nicht das, was du dir zusammenbastelst. Die Wahrheit ist das, was beim Experiment rauskommt. Das ist die Wahrheit. Nicht das, was du gerne hättest und das, was du dir gerne würdest zusammenbasteln, so wie was es dann gefälligst muss wahr sein. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit richtet sich nie nach deiner Meinung. Die Wahrheit richtet sich nie nach deinen Vorstellungen. Die Wahrheit ist immer die Wahrheit. Und die ist für jeden die Wahrheit. Ob er buddhistisch oder Moslem oder Christ oder Seppli oder Fritzli heisst, das spielt keine Rolle. Die Wahrheit ist die Wahrheit, sorry Leute. Und da gibt es nur eine. Es gibt höchstens verschiedene Sichtweisen von der Wahrheit. Natürlich, das gibt es. Verschiedene Sichtweisen. Aber Wahrheit ist Wahrheit und da gibt es nur eine. Da gibt es nicht 100'000 verschiedene Varianten. Also das haben wir im Kindergarten gelernt, dass eins und eins zwei gibt, oder? Nein, ja, also, und, ja, also, für die, die jetzt dabei sind, jetzt machen wir das Experiment fertig, jetzt ist fertig diskutiert. Es bringt nichts, jahrelang diskutieren, jahrelang Thesen und Dogmen aufstellen. Ehrlich, ich bin leid. Und für die feigen Nüsse von euch, die nicht bereit sind, das Experiment zu machen, die hängen jetzt ab und schauen ein anderes Video. Und die ehrlich sind und die Courage haben und die wahrhaftig sind von euch Atheisten, die machen jetzt mit mir das Experiment. Also jetzt machen wir das Experiment. Und wie sieht das Experiment aus? In Bezug auf Spiritualität. Also da gibt es verschiedene Varianten, was man da für Experiment könnte machen. Oder ob es Gott gibt oder nicht. Kann man sich in Okkultismus begeben, da kann man sich in die Esoterik begeben, aber das ist relativ dürftig, da kommt einfach, das will man ja nicht, man will nicht einfach irgendeinen Furz glauben.
Und man könnte jetzt das Experiment auf verschiedene Arten machen. Die mit Gott Mühe haben, man kann Gott auch andere Namen geben. Man kann sagen Liebe oder man kann sagen Wort. Das sind auch Namen, die Gott hat, auch wenn man es jetzt nicht mag, das als Gott bezeichnen. Und weil jetzt ja viele von euch Mühe haben mit dieser Vorstellung von einem Gott, bezeichnen wir es jetzt anders, jetzt sagen wir Wort. Weil wir wollen ja die Wort wissen, wir wollen ein Experiment machen. Und bei diesem Experiment wollen wir die Wort herausfinden. Und wenn wir jetzt im Bereich von der Spiritualität gehen und nicht ein wissenschaftliches Experiment machen, bei einem wissenschaftlichen Experiment würde man irgendeinen Apparat aufstellen, irgendein Arrangement, wo immer die gleichen physikalischen Gegebenheiten sind und wo dann entsprechend immer das gleiche physikalische Ergebnis rauskommt. Und wenn wir jetzt in die Spiritualität gehen und wenn wir nicht wollen, uns auf Gott einlassen, dann sagen wir dem einfach Wort. Und jetzt machen wir ein Experiment mit dem Wort. Und jetzt, wenn die Wort, ich behaupte jetzt mal, die Wort ist eine Person. Und jetzt machen wir das Experiment, ob die Wort eine Person ist. Jetzt probieren wir das aus. Und wie probieren wir das aus? Man sieht ja die Person nicht, die ist vielleicht von einer Art eine bierweiche Vorstellung. Aber wir machen ein Experiment. Und jetzt ein ganz einfaches Experiment ist, wir reden mit dieser Wort. Man redet einfach mal. Und vielleicht kommt irgendwie eine Antwort. Natürlich nicht mit den Ohren, die Antwort hörst du nicht mit den Ohren, aber vielleicht in den Gedanken kommt vielleicht eine Antwort. Oder vielleicht auch in den Umständen, in den Lebensumständen, vielleicht am nächsten Tag kommt, passiert vielleicht plötzlich etwas, wo könnte eine Antwort sein. Und so macht man ein Experiment im Spirituellen. Und wenn man weitergeht auf dem Weg von der Spiritualität, so haben wir alle angefangen als Christen, wir haben alle ein Experiment gemacht und haben gemerkt, du, was geht da ab? Hey, bin ich nicht ganz wach oder was? Wieso passiert mir jetzt das? So Erfahrungen haben wir alle müssen machen. Und wenn man auf dem Weg dann weitergeht, kommen mehr Erfahrungen dazu und mehr Erfahrungen und mehr Erfahrungen und mehr Erfahrungen. Und aufgrund von diesen Erfahrungen, nicht von irgendeinem Dogma in der Bibel, verändert sich dein Glaubensgebilde. Dann merkst du, da gibt es etwas, wo ich 26 Jahre lang gemeint habe, sei ein Märchen. Da ist irgendeine unsichtbare Welt, wo ich nie gewusst habe, dass es das gibt, wo ich 20 Jahre lang gemeint habe, dass es das gäbe. Jetzt plötzlich passiert da Zeug in meinem Leben, was sind das für so komische Zufälle? Oder? Und so gehst du auf die Erfahrungsebene. Und das hört, wenn du dann Christ wirst und dann die Bibel mal in die Hand nimmst und am Anfang denkst, meine Güte, jetzt zähle ich auch noch das Buch lesen. Geht es eigentlich noch? Ich, der Physik studiert habe, zähle ich noch die Geschichte von Adam und Eva lesen. Geht es eigentlich noch? Ja gut, aber ich habe so eine Liebe erlebt von dem Jesus und Es war halt der Jesus. Ich habe mit dem Jesus geredet, als ich die Liebe erlebt habe. Also dann lese ich halt mal das Buch, wenn du unbedingt willst, dass ich jetzt auch noch das Haar sträube und den Buchgang lese. Ja, also dann lesen wir es halt mal. Und dann fährst du natürlich auch nicht mit Adam und Eva an, das ist ja logisch. Dann gehst du halt zuerst mal lesen, was Jesus geschwätzt hat, oder? Weil dann hast du eine Begegnung mit Jesus und... Und dann lese ich das erste Mal das. Und dann merkst du, der Jesus, das ist ja unglaublich, was der sagt. Das ist ja unglaublich. Und dann merkst du, wer ist das? Was ist das für ein? So schwätzt kein Mensch. So schwätzt der Mensch nicht, wie der schwätzt. Und dann merkst du, der Jesus ist nicht von dieser Welt. Und du hast ihn eben auch erlebt, sonst würdest du das gar nicht erkennen. Du musst zuerst die Liebe erlebt haben von dem Jesus, mal ein bisschen Liebe am Grund. Und dann gehst du lesen, was er gesagt hat, er ist schon ein Mensch, aber das ist kein Mensch. Und so kommst du auf die Ebene und irgendwann merkst du, mit der Zeit bist du dann auch bereit, das mit Adam und Eva das auch mal in Frage zu stellen, dein bisherige Weltbild. Aber es wäre auch kein Unglück, wenn das mit Adam und Eva halt, wenn dein bisherige Weltbild doch recht gehabt hätte und die es auch nie gegeben hätte. Aber hauptsächlich Jesus hat es gegeben. Oder? Also, nein, ich weiss doch nicht. Und dann fährst du auch eine Beziehung an mit dem Jesus und schwätzt jeden Tag mit dem.
Und natürlich die Atheisten sagen bei ihr, ich höre nie etwas von dem Jesus, Gott gibt es nicht, er schwätzt nie mit mir. Natürlich schwätzt er, also es gibt Menschen, die ihn akustisch hören, aber das sind ganz seltene Momente. Ich habe eine Kollegin, die hat Gott mal wirklich akustisch gehört, aber das ist passiert vielleicht ein, zwei Mal im Leben, dass du so etwas erlebst. Also da macht Gott einen grossen Kneifall vor dir. Wenn du ihn darfst, akustisch hören, das ist eine grosse Ehre, wenn du das darfst erleben. Das sind ganz wenige Leute, die das dürfen erleben. Aber es ist eigentlich ganz bubi einfach, die geistliche, die unsichtbare Welt, das ist nicht etwas völlig Freakiges oder etwas völlig, jetzt völlig etwas Unnatürliches oder etwas, was ein Atheist jetzt nicht würde kennen. Das kennt auch ein Atheist. Das sind ganz natürliche Sachen, dass wenn du, dass man Intuition hat, dass man plötzlich etwas weiss, wo man gar nicht weiss, wieso weiss ich jetzt das einfach? Ich kann doch das gar nicht wissen, aber ich weiss haargenau, dass meine Frau daheim jetzt Probleme hat und so oben kommst du heim und sie hat wirklich Probleme gehabt. Und so Zeug kennen wir alle, das kennt ein Atheist, das kennt jeder, auch in jeder Religion, das kennen wir. Das ist nicht etwas Spezielles, etwas, jetzt wahnsinnig, ein super Film läuft vor dir ab und du hast eine riesen Vision und wirst da in irgendein Paradies entrückt. So Sachen gibt es auch, aber das sind ganz, ganz seltene Momente. Und im Normalfall, und das ist das, was die Atheisten nicht begreifen, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Im Normalfall ist der Zugang in die spirituelle Welt natürlich über unsere Fantasie. Und natürlich kannst du sagen, ja, das ist nur Fantasie, Fantasie ist doch birnenweich, das ist ja nur, das mache ja nur ich. Jein. Also, in der unsichtbaren Welt gelten andere Naturgesetze. Das siehst du in einem Traum, wenn du in der Nacht einen Traum hast. In der unsichtbaren Welt gibt es ein anderes Naturgesetz. Bei uns, in unserer Welt, ist Naturgesetz Kausalität. Das heisst, ich mache irgendetwas und alles, was ich mache, hat Konsequenzen. Wenn ich irgendein Glas fallen lasse, okay, das Glas immer gegen ab. Es hat immer diese Konsequenz. Oder wenn ich irgendeinen Fehler mache, hat es Konsequenzen. Alles ist kausal, eine Ursache und die Ursache hat eine Wirkung. In der unsichtbaren Welt gilt ein anderes Gesetz. Dort gibt es auch Kausalität, aber es ist auch das Gesetz vom Glauben. Das heisst, dort hat auch der Glaube ganz einen entscheidenden Einfluss auf die Realität in der unsichtbaren Welt. Und das heisst nicht, dass es dort keine Realität gibt und dass es dort kein Wort gibt, aber es sind andere Gesetze. Das siehst du in einem Traum, wenn dir in einem Traum ein Monster begegnet. Ich weiss nicht, den Traum haben vielleicht alle schon mal gehabt, auch als Kind, es begegnet einem ein Monster und man hat Angst vor dem Monster und will davorrennen. Und man kann nicht rennen, die Beine sind so schwer und alles ist schwer und es geht nicht. Und du denkst, wieso kann ich jetzt nicht rennen, was ist denn los? Und das ist, weil man Angst hat. Und Angst blockiert total in dieser Welt, es geht gar nicht mit Angst. Und dann kannst du aber im gleichen Traum, wenn du ein bisschen wach bist oder ein bisschen ins Bewusstsein bist, kannst du sagen, nein, und ich kann ganz schnell davorrennen vor dem Monster. Und du änderst deinen Glauben. Und du vertraust einfach, dass du ganz schnell rennen kannst und plötzlich kannst du ganz schnell säckeln. Du kannst in einem Traum auch fliegen. Also das habe ich jetzt eigentlich glaube noch nie erlebt, aber ich habe einen Kollegen, der kann im Traum rumfliegen. Der hat das aber wie trainiert. Der hat das lang trainiert und der kann in seinen Träumen kann der rumfliegen. Und er ist auch jemand, der einen extrem ruhigen Charakter hat, auch eine extreme Demut und einfach einen extrem tollen Charakter hat und einfach auch, wie soll ich sagen, wo einen extremen Frieden auch ausstrahlt und eine Ruhe und eine Autorität und wirklich einen Glauben hat, aber nicht irgendeinen dogmatischen Glauben und irgendwie super 100 Jahre in der Bibel gelesen hat, sondern einfach im Leben auf beiden Beinen steht und einfach im Leben kann vertrauen und bei seiner Arbeit ein super Profi ist durch sein Vertrauen. Und darum kann er in seinen Träumen dementsprechend auch fliegen, weil er eben im Leben auch so ein Vertrauen an den Tag legt. Und das bedeutet nachher das, wenn er in den Träumen nachher kann gehen fliegen, das ist, weil er einen grossen Glauben hat, oder ein grosses Vertrauen. Und eben in dieser unsichtbaren Welt gilt das Gesetz vom Vertrauen, vom Glauben. Und in dem Wachzustand ist der Zugang vor allem über die Fantasie. Es gibt auch andere Zugänge wie LSD oder Drogen. Aber das sind natürlich Abkürzungen, und zwar gefährliche Abkürzungen. Mit dem LSD ist das Problem, du kannst aus dieser Welt nicht mehr retour. Und wenn du dann in die Angst kippst, dann kannst du sogar hängen bleiben in dieser Welt, kannst du sogar nie mehr retour kommen. Und
Das ist dann ein gefährlicher Zugang. Und im Gebet, in der Meditation, in der oder auch im Alltag, wenn du schnell in der Fantasie in die Welt gehst, kannst du immer wieder retour. Auch wenn du die Angst kippst und plötzlich einen Haufen Dämonen siehst, rumstehen, kannst du einfach wieder retour und hast es mehr unter Kontrolle. Oder? Also, und das ist so in dieser Welt, wenn man Vertrauen hat, dann erlebt man das Licht, erlebt man die Liebe, erlebt man Gott. Und wenn man Angst hat, erlebt man die andere Seite, erlebt man die Finsternis, erlebt man Krisis, hat man, was weiß ich. Und das schaut man, wenn man einen LSD-Trip so, wenn du Vertrauen hast, es gibt viele Leute, die LSD nehmen, die spüren dann, die kommen volle Kübel von Gottes Liebe ab, aber weil die Erkenntnis fehlt, schreiben sie das nicht unbedingt Gott zu, sondern sie spüren einfach die Liebe und erklären sich dann das irgendwie, weil sie einfach nicht tiefer in die Welt eindringen und keine tiefere Erkenntnis können, gewinnen. Oder? Und dann gibt es einfach die Erklärung, es ist einfach eine universelle Allliebe. Und erst wenn man mehr Erkenntnis hat und sich mehr in die Welt begibt, erkennt man, wer die Personen wirklich sind. Oder? Also wer das die Liebe wirklich ist. Aber da braucht es Erkenntnis. Und um die Erkenntnis zu bekommen, muss man das suchen. Muss man oft in die Welt kommen, muss man mit dieser Liebe reden. Und dann sagt dann die Liebe irgendwann, hey, ich bin Gott, ich bin der, der das Universum geschaffen hat. Und das wäre eigentlich die ehrliche Variante. Und die unehrliche Variante ist einfach, ja, man kann es nicht beweisen, es kann es niemand beweisen. Ich brauche kein Experiment machen, ich kann den Beweis, und zwar mein Dogma, oder? Dass Gott nicht existiert. Aber das ist kein Beweis, das ist eine faule Ausrede, weil man zu faul ist, um einmal im Leben das Experiment machen. Also jetzt machen wir das Experiment, jetzt habe ich viel erzählt. Jetzt reden wir mit der Welt. Und für die, die das mitmachen mit mir, könnt ihr das Experiment auch mitmachen. Noch eine kurze Ergänzung. Vielleicht machst du mir jetzt den Vorwurf und sagst, ja, das ist ja kein Experiment. Ein wissenschaftliches Experiment kann man immer wiederholen und das ist etwas Öffentliches, oder? Das kann man in der Öffentlichkeit beweisen. Und wenn ich jetzt hier mit der Worte schwätze, das ist ja nichts Öffentliches, das kann man in dem Sinn nicht beweisen, oder? Und dann sage ich dir einfach, auch das stimmt nicht. Die Experimente in der Wissenschaft, denen du vertraust, das ist ein Wissenschaftler gewesen, der die Experimente gemacht hat. Und was du effektiv machst, du vertraust dem Wissenschaftler. Aber wenn es um Spiritualität geht, kann man natürlich, ist es viel, viel schwieriger, so Leute zu vertrauen, weil es so viel Missbrauch gibt. Es gibt so viele verschiedene Religionen. Es gibt so viel offensichtlich Teuflisches in den Religionen. Das ist absolut so, weil der Teufel nicht blöd ist, oder? Es gibt so viel Böses, Teuflisches, wenn es um Religion geht, dass man ein Trottel wäre, wenn man einfach irgendeinem würde vertrauen, der irgendwie etwas erzählt, oder? Und darum ist es umso wichtiger, dass man persönlich die Experimente macht. Aber auch im Spirituellen kann man die Experimente in der Öffentlichkeit machen. Und das nennt sich dann Kirche. Oder? Das ist dann Kirche, wenn zum Beispiel ein Pfarrer extremen Glauben hat. Und da ist einer im Rollstuhl. Auch da gibt es natürlich auch einen Haufen Scharlatanen, ohne Zweifel, keine Frage. Es gibt einen Haufen, wo da irgendwelche Schauspieler anstellen, die dann in dem Rollstuhl angefahren kommen und geheilt werden. Aber es gibt auch Sachen. Und das wäre dann das Experiment in der Öffentlichkeit, dass dann die Kirche für den im Rollstuhl betet und der wirklich geheilt wird. Also ich bin ja selber geheilt worden von Psychose. Nach 14 Jahren musste ich auf den Knie umrutschen und da bei dem da oben Bitte machen. Ich bete heute mit krebskranken Leuten. Das werden nicht alle geheilt, aber zum Teil ab und zu wird einer geheilt. Und also ich rede von Sachen, die ich mit eigenen Augen gesehen habe, die ich selber auch lebe, wo ich den Glauben in meinem Leben auch habe, dass mein Gott so einen kann heilen und Gott das auch macht. Das habe ich erlebt. Das sind keine Märchen, die ich erzähle. Aber auch da, am Anfang war das für mich nur Theorie gewesen. Ich habe in der Bibel gelesen, dass Jesus so Sachen gemacht hat. Solange wie das ein Dogma und eine Theorie ist, hat das keine Kraft. Damit das Kraft hat, damit du in deinem eigenen Leben so eine Autorität hast können, für so Leute zu beten, musst du Erfahrungen gemacht haben, dass Gott effektiv so Wunder machen kann. Sonst hat dein Glauben kein Fleisch, das ist nur Knochen, das hat keine Kraft. Du kannst lange in der Bibel lesen, Jesus hat Leute geheilt. Solange wie du nicht irgendwie ein Schritt von der Erfahrung machst, wird das immer nur Theorie bleiben. Oder auch da gehört Erfahrung und Experiment dazu. Sonst kommst du auch als Christ kommst nicht weiter ohne Experiment. Auch später, wenn du schon eine starke Autorität hast, auch da musst du Experiment machen, aus dem Boot steigen, auf dem Wasser laufen, dein Verstand sagt, du bist doch nicht im ganzen Bach. Jetzt gehst du lieber wieder ins Boot zurück. Also da versuchst du ja ohne Ende. Dann sagst du, was? Jetzt probieren wir es aus, wo Gott sagt, so und so, und jetzt glaube ich das einfach fertig, und du Verstand oben, du gehst jetzt mal Ruhe. Und dann funktioniert das. Und dann merkst du,
es funktioniert eben doch. Auch wenn mein Verstand gesagt hat, du bist der dümmste Hagel. Und das nächste Mal wird dann der Verstand nicht mehr sagen, du bist der dümmste Hagel. Aber das erste Mal, wo du aus dem Boot steigst, sagt der Verstand immer, du bist der dümmste Hagel, du bist doch nicht mehr ganz Bach, also auf so einen Blödsinn vertrauen. Erst wenn du dann auf dem Wasser rumgelaufen bist, merkst du, also ich bin nie auf dem Wasser rumgelaufen, das ist jetzt ein symbolischer Vergleich. Erst wenn du dann auf dem Wasser rumgelaufen bist, merkst du, doch, es funktioniert. Die übernatürliche, es funktioniert eben. Und ich kann auf dem Wasser laufen, also durch einen anderen Bereich. Ich kenne keinen Christ persönlich, der auf Wasser rumgelaufen ist, so wie Jesus. Ich kenne keinen, aber ich kenne viele Christen, die anders erlebt haben. Ja, aber eben. Und jetzt machen wir das Experiment. Also, und wir nennen es jetzt nicht Gott oder Jesus, wir nennen es jetzt Wort. Also, und wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir jetzt das Experiment machen, könnt ihr mit mir mitschwätzen, wir nachher schwätzen. Also, Wort. Ich danke dir, Wort, dass du uns das Leben geschenkt hast, dass wir ein Leben haben, dass es ein Geschenk ist, dass wir leben dürfen, dass wir jeden Tag Liebe bekommen, dass wir von dir geliebt sein dürfen. Auch wenn wir Atheisten sind, auch wenn wir mit dir gar nichts anfangen können, wenn du das letzte Arschloch bist für uns, du liebst uns. Und ich bitte dich, Wort, dass du dich uns offenbarst. Bist du eine Person? Bist du wirklich eine Person? Und wenn du eine Person bist, Wort, ich bitte dich, dass du das uns zeigst. Oder Liebe, oder wie wir die jetzt auch nennen. Ich bitte dich, dass du uns offenbarst, wer du bist. Ich bitte dich, dass du uns deine Liebe spüren lässt. Weil wir müssen sie spüren. Wir wollen jetzt ein Experiment machen. Wir wollen nicht irgendeine Theorie hören, irgendein Christchen, das vorbeikommt und verzapft. Du liebst uns. Bitte lass uns deine Liebe spüren. Lass jeden, der jetzt hier zulässt. Und ich nenne dich jetzt bewusst Jesus. Jesus, lass jeden, der jetzt hier zulässt, deine Liebe spüren. Damit er ganz ein persönliches, konkretes Erlebnis darf erleben, dass du absolut real bist. Und zwar noch viel realer als die Welt um uns herum. Weil du bist viel realer, nicht weil wir... Weil du unsichtbar bist, sondern weil du ewig bist und die Welt nicht ewig ist. Und darum bist du realer. Und bitte lass die Leute deine Liebe spüren. Wort, Liebe, Jesus. Bitte lass jeder, der jetzt hier zulässt, deine Liebe spüren. Und lass sie deine Gegenwart spüren, dass die Diskussion aufhört, gibt es die oder gibt es die nicht. Und vergib all den Leuten, die dich gelästert haben, die gesagt haben, du siehst ein Arschloch, du siehst ein Böse, du siehst ein Saukeib, dass du das Böse in dieser Welt zulässt. Die gesagt haben, wir glauben nichts, wenn wir es nicht sehen. Vergib all das, weil du sagst in deinem Wort auch, ein Böses und Ehebrecher ist ein Geschlechtsforderer, das Zeichen. Und doch, Gott, wie sollen wir glauben, ohne den jemals erleben? Und doch ist es Zeichen fordern irgendwo auch legitim. Und Jesus, vergib all unseren Dreck, den wir dir ins Angesicht gespuckt haben, und offenbar dich. Offenbar dich. Und es ist legitim, dass die Atheisten einen Beweis sehen wollen. Und es ist auch legitim, dass so viel Missbrauch und so viel Teuflisches in der Kirche läuft. Es ist legitim von vielen Atheisten, dass sie nicht an dich glauben. Es ist legitim. Und nicht an dich glauben, das ist ja keine Sünde. Aber es nie ein Leben lang, 80 Jahre lang, sagen, ist mir scheisse gleich, und es nie herausfinden, ob es dich gibt oder nicht. Das ist Sünde, Jesus. Und bitte offenbar dich. Lass uns dich spüren. Red mit uns. Und vielleicht ist es einfach nur ein Gedanke, der jetzt kommt. Oder vielleicht passiert morgen etwas. Oder irgendwie, oder es ist etwas in der Natur, das redet, oder in Umständen. Aber bitte, red einfach zu uns und hilf uns auch, dass wenn du einmal geredet hast, oder wenn wir jetzt einmal deine Liebe gespürt haben, dass wir es auch nicht einfach wieder abhöckeln, sondern vielleicht das nächste Experiment machen. Sondern vielleicht, probieren wir es nochmal. Und dann einfach dürfen wirklich auf dem Weg in die übernatürliche Welt dürfen Schritte machen, das bitte ich, Jesus. Und vergib uns, Jesus, wie wir dich gelästert haben, und lass uns trotzdem, dass wir dich gelästert haben, trotzdem die Welt von kennenlernen. In Jesu Namen, Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch Gottes Segen und viel Liebe von Gott. Und auch wenn ihr Atheisten sind, Gott liebt euch genau gleich. Und es ist halt einfach so, dass Gott, wenn ihr Atheisten sind, er kann nicht den vollen Segen über eurem Leben bringen. Er kann euch auch segnen,
aber nicht zu vollem Mass, weil es ist beim der verlorene Sohn, der Vater hat den verlorenen Sohn immer geliebt. Er hat ihn immer geliebt, von ganzem Herzen. Aber der Vater hat natürlich wollen, dass der Sohn zurückkommt. Und wenn er den Sohn einfach mit Kübeln von Liebe gesegnet hat und mit Glück und Wohlstand und allem, dann wäre ja der Sohn nie zurückgekommen. Und er musste die Hungersnot bringen in diesem Land. Und der Sohn musste Säue hüten und musste Säuefutter fressen. Weil das die Konsequenz davon ist, wenn du die Liebe vom Vater in Kübel rührst. Du kannst nicht die Liebe vom Vater haben ohne den Vater. Und wenn du den Vater nicht haben willst, dann musst du auch auf seine Liebe verzichten. Und dann ist das Leben sinnlos. Dann ist das Leben nur im Geld nachsäckeln. Dann ist das Leben nur arbeiten, 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 Sargdeckel. Ja, ohne die Liebe, und das wissen wir ja alle, der Sinn vom Leben ist Liebe, das ist ja klar. Aber natürlich, menschliche Liebe, die ist mal himmelhoch jährlich, sondern dann ist sie, meine Güte, jetzt hätte ich doch eigentlich gerne jemanden, der mich in den Arm nimmt, jetzt gibt es gerade noch mal ein Donnerwetter. Und das ist nicht der Sinn, das ist schwach, das kann nicht der Sinn sein. Und ohne die Universumsliebe, oder wie man es auch immer will nennen, gibt es keinen Sinn. Wenn du nicht für die Universumsliebe lebst, ja, was soll dein Leben für einen Sinn haben? Dann lebst du einfach für deine Begierde, für deinen Egoismus, für deine Selbstsucht, für deine sexuellen Triebe, für deine Selbstverwirklichung. Dann lebst du für dein Ego. Entweder du lebst für die Liebe oder du lebst für dein Ego. Und wenn du für dein Ego lebst, hat dein Leben nie Sinn. Das macht nie Sinn. Das ist immer sinnlos. Das kann nie Sinn machen. Das wird, kann nur sinnlos sein, für dein Ego die 80 Jahre da rumzuschieben. So, also, Deckel drauf, genug für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss zusammen.